Guten Abend. Haben Sie es mitgekriegt mit der Bundestagswahl? Ich muss sagen, ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, was ich eigentlich wählen soll. Die Schwarzen kann man doch eigentlich nicht wählen, diese Gummistiefel, oder? Diese Gestalten irgendwie, oder? Na, klacksen Sie halt. Ja, im Sommer sind wir jetzt in Bayreuth gewesen. Das war ein Erlebnis. Also der Wagner, der kann was. Der wird unterschätzt, aber der kann was. Oh, und 3 Wochen später sind wir dann noch zu AC/DC. Da haben die Ohren ein wenig gedröhnt, muss ich sagen. Aber es ist schon allerhand. Es ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Gitarrist. Und wie der rumgesprungen ist. Ne? Oh, oder die SPD. Die SPD ist eine alte Oma, die daheim sitzt in der Wohnstube mit der graumelierten Katze. Und ihr tun die Füße weh, sie kann kaum mehr laufen. Und die Katze pinkelt den ganzen Tag auf den Teppichboden bei der Oma. Und ab und zu besucht man die Oma und sagt, Oma, du, horch einmal, es stinkt furchtbar bei dir. Kann das sein, dass die Katze immer bei dir auf den Boden macht? Und die Oma sagt, die ist ein wenig grandig und sagt, nein, das kann nicht sein. Die Katze pinkelt nicht auf den Boden. Du bist unverschämt. Oh, oder die FDP. Kann man doch nicht wählen. Und die Linke, haben Sie schon mal angeschaut? Von der Hautfarbe ist so ungesund. So Ringe unter die Augen und schlecht ernährt. Weißt, bis spät in der Nacht immer im Keller sitzen und filterlose Zigaretten rauchen. Eine nach der anderen und sich von Erdnussflips und Ketchup ernähren. Also so gelbliche Haut und so scharfige Hände. Ich muss ehrlich sagen, ich traue mich nicht mehr zum Infostand hin. Ich habe Angst, mich anzustecken. Also so jemand kann es nicht wählen. Oder die Grünen, die Kartoffeln. Mit ihren Kartoffelnasen und ihren Kartoffelterminkalender, wo viertelstundenweise die Termine drinstehen. 9.15 Uhr, Ernennung des Waldhuhns zum Vogel des Jahres. 9.30 Uhr, Diskussion über Rolltreppengeschwindigkeiten in Südeuropa. Oh, das Waldhuhn, das kann sein, das interessiert die Süddeutsche Zeitung. Oder vielleicht kommt sogar RTL. Ich ziehe mal mein grünes Kostüm an. Das ist so fotogen. Und die Nazis, wo man sagt, na ja, was machen sie denn? Am Wochenende marschieren sie immer. Wo man sagt, na ja, gut, marschieren sie halt. Wo ich mir oft denke, wenn sie jetzt wieder marschieren, na, diesmal marschieren sie nicht. Oh, und dann marschieren sie halt doch. Wo man sagt, na ja, es fördert den Kreislauf und die Durchblutung. Die Verdauung, das läuft natürlich alles besser, aber Geld ist damit doch auch nicht verdient. Mit der Lauferei. Und ich habe mir jetzt aus dem Grund, ich habe mir vorgenommen, ich werde mir am Wahlsonntag, ich werde mir professionell ansaufen. Ja, ich gehe so um 11 in ein Gasthaus und dann wird wirklich professionell aufgetrunken. Wo man sagt, so um 17 Uhr habe ich dann meine ideale Verfassung. Da trübt sich der Blick ein wenig ein und dann bin ich im Idealzustand, um mein Kreuzler zu machen. Lachen Sie nicht so blöd, ne? Ich sag's Ihnen, ich bin da nicht der Einzige, der betrunken zur Wahl geht. Schau, haben Sie Internet? Ja, geben Sie mal ein www.betrunken-wählen.de. Nein, das sind Fachmänner. Die können Ihnen da einen Ratschlag geben, wie man es richtig macht, wenn Sie es nicht genau wissen. Betrunken-wählen.de. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.